Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Runde Let's Battle Together Age of Empires 3 mit dem Battle Brothers Jahrbeizung und. Upst, der Unnahbare. Da muss Jo. ich gerade ein bisschen Luft loswerden. Alles gut, wir spielen auf der großen Deckan 1-2 gegen 2. Ich bin mit den Briten am Start. Der Unnahbare wieder mit seinen Franzosen. Ich glaube, man sieht hier in unserem Leben nichts anderes mehr. Ist jetzt aber eine arge Unterstellung. Ich werde auch noch mal was anderes spielen. Ich würde nur momentan ganz gerne mal wieder ein Spiel gewinnen, wenn du erlaubst. So. Warte mal eben. Hä? Hier fehlt mir ein Schatz. Ja, in Hier der Basis steht liegen doch hier normalerweise zwei Schätze, oder? eigentlich schon, ja. Du hast bei dir die. Hier ist Hast du auf bei jeden dir die Fall. Handelsroute? So, wir spielen gegen Sioux und gegen Portugiesen. Da musste ich gerade sicherheitshalber nochmal nachgucken. Ja, Können wir uns. die Handelsroute ist bei mir und vor allem habe ich gerade auch schon den Schatz für das Bevölkerungslimit gefunden, der liegt darum. Okay, das ist ganz cool. Da werde ich auch gleich schon mal hinlaufen. Ja, genau, wir spielen gegen Sioux, die werden also früh auf Kavallerie setzen, da sollten wir aber mit Musketieren und allem gegenhalten können eigentlich. Hoffe ich Schauen wir mal, wie es zumindest. wird. Ja, also ich werde natürlich auch nicht auf Plänkler gehen gegen ein Volk, was nur Kavallerie spielt. Das ist absoluter Bullshit. Nicht gut. So. Wo ist mein Kundschafter? Der läuft da unten rum. Er darf jetzt hier gerne mal sich noch den Schatz krallen. Der Fluss ist bei mir. Ja, das habe Und ich unsere mir fast Gegner. gedacht. Sioux hat noch nicht gepickt. Portugiese spielt mit Armbrustschützen und Musketieren im zweiten, Orgelkanonen im dritten, Ressourcenkisten im zweiten und im dritten und den finnischen Hakapeliten. Also ein relativ starkes Deck auf zweites, drittes Zeitalter. Haben wir inzwischen beim Sioux was zu sehen? Nö. Das ist die Frage. Nehme ich mein Rush-Deck mit? Ich denke mal, ich nehme mein Rush-Deck mit. Ist auf jeden Fall sicherer. Ja, habe ich jetzt auch. Warte, was hat der Sioux gepickt? Der hat auch noch nichts gepickt, okay. Der wartet wahrscheinlich auf uns. Ja, im ersten lasse ich mir jetzt erstmal die Dorfbewohner schicken, die helfen auf jeden Fall schon mal. Und wir müssen uns dann natürlich darauf einstellen, schnell ins Okay, der Zweite zu Sioux kommen. hat ein unglaublich hartes Rush-Deck dabei. Der hat nur Nahrungskisten Aber fürs und Dritte und vier, ja, fast nur Nahrungskisten und Einheiten, wird extrem heftig gegen den auch nur annähernd mitzuhalten, glaube ich. Würde ich dir leider zustimmen, ja. So, jetzt habe ich gleich nochmal einen Schuss bereit. Dann habe ich die 5 Bevölkerungslimit auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Da freut sich der Franzose. So, ich denke mal, ich komme gleich auch ins nächste dann schon. Ich habe drei Dorfbewohner aus der Heimatstadt mir gerade schicken lassen und noch ein Herrenhaus gebaut, weil ich die EP gerne hätte. So, ich gehe ins Befürchte nächste halt. Zeitalter. Ja, ich auch. Ich befürchte ehrlich gesagt zwar, dass ich die Gelegenheit nicht wirklich haben werde, das Bevölkerungslimit richtig auszunutzen, also sprich auf 205 zu kommen. Also entweder ist das vorher entschieden oder wir sind verloren. Also, oder wir haben verloren. Ja, wahrscheinlich. Muss man ehrlicherweise sagen. Also ich meine, wir müssen halt, also die werden halt die Mitte sehr stark dominieren, leider. Ja, Das und heißt, gleichzeitig ich müssen wir glaube, auf was der Mitte eigentlich Präsenz zeigen. Ich glaube, was ich jetzt schon mal machen werde, ich werde jetzt schon mal meine kompletten Leute in die Mitte zum Tiere sammeln schicken, damit ich später in der Basis die Tiere noch habe. Willst du da auch die. Ja, ist eine interessante Idee. Ich wechsle mal mit ein paar Siedlern auf jeden Fall rüber zum Wasser. So. Also ich würde zumindest gerne die Herde hier weghaben, bevor irgendwie jetzt halt die Kacke am Wampfen ist. Ja, klar, das kann ich verstehen. Willst du denn, also ich überlege gerade, ob es Sinn macht, in der Mitte eventuell eine Kaserne zu bauen. Nee, wird es nicht. Also das Problem ist halt, die haben definitiv, also ich habe zwar mein Rush-Deck dabei, aber die haben trotzdem definitiv mehr Einheiten und Ressourcen zur Verfügung. Das heißt also, die werden uns tendenziell eher zurückdrängen und ich glaube, ich würde da lieber halt sozusagen versuchen, so ein bisschen halt mit der Deckung des Dorfzentrums und so weiter zu arbeiten. Also wir müssen halt die Vorteile, die wenigen, die wir haben, dadurch, dass wir defensiv spielen, halt versuchen zu maximieren. Und dazu gehört leider halt auch, so ungern ich das sage, ein bisschen Map-Control aufzugeben und halt zu riskieren, dass man da halt ein bisschen aufs Maul kriegt. Ich hol dir mal da den Gurkha runter. Das Nashorn ist tot, du kannst den ernten. Ah, ich hätte jetzt auch meinen Schuss wieder aufgeladen gehabt, aber okay. Wir können aber gerne direkt weitergehen. Hier ist noch ein Siedler. Ja, würde ich auch sagen. Ernsthaft, die haben den Schatz mit den Lebenspunkten einfach mal eiskalt in deren Basis. Wow. Sollen wir Willst du den gucken, ob wir den Siedler noch haben oder soll kriegen? ich mir den holen? Mein Scheiß mal auf Außenposten den. ist fertig.
Scheiß mal auf den Siedler. Ich würde gerne versuchen, den Schatz da zu bergen, wenn das geht. Ach so, den. Meinen Lieblingsschatz, ja, genau. Ja, machen wir sofort. Alter, jetzt muss ich ernsthaft warten, bis der erste Siedler hier gebaut wurde. Oh, fuck. Was steht da rum? 1, 2, 3, 5 Tuggis. Ja, gut. Von denen müssen wir mindestens 3 wegschießen, damit wir mit vereinten Kräften den Typen tot kriegen. Ja, gut, kann ja gut sein, dass uns gleich eine Dorfbewohnerin entgegenkommt, ne? Die eine oder andere, ja. Also ich denke, das ist sogar mehr als nur realistisch. So, mein Gurkha lasse ich mal in der Mitte stehen, mit dem würde ich nämlich ganz gerne zieh den mal mit ran, bitte. Den Gurkha? Ja, der soll ja... Stimmt, also, mit dem kann ich eigentlich mithelfen, ne? Ja. Ja, finde ich nämlich auch. So. Ach, Alter, ey. Es geht mir gerade wieder alles auf den Sack hier. Wir kaufen uns mal Holz mit Gold und bauen unsere Kaserne jetzt fix. Ich werde die relativ weit oben bauen, dass ich im Zweifelsfall dir auch zu Hilfe kommen kann. Okay, ja, ich habe meine jetzt leider in der... Alter, glaube ich das denn? Baust du jetzt gefälligst mal die Kaserne, du Frechdachs, du? So, ich schieße da einen weg von den Leuten. Gut, gut. Weitermachen. Yep, bin dabei. So, dann... Einen habe ich auch schon niedergeknüppelt. Ich glaube, ich lasse mir erstmal die Karte. Wir haben da in der Mitte. Ach, scheiße, ich weiß nicht. Ach, kacke, Alter. Ich weiß nicht. Du hast an dem falschen Schatz, glaube ich, einen weggesniped. Du hast bei den 380 EP einen weggesniped. Verdammt, oder? Der Schatz ist da so weit vorne. Oh, sorry. Du weißt doch, dass der nicht in so einem Haus drin ist, sondern dass der so auf der Karte rumliegt. Ja, weiß ich. Habe ich aber jetzt verkackt. Sorry. Ja, das wird jetzt halt wirklich knapp, den da noch rauszukriegen. Ich habe mich schon gewundert, warum die mich angegriffen haben. Dafür gab es keinen mir erfindlichen Grund, aber das erklärt natürlich einiges. Okay, wir haben hier auf jeden Fall schon den gegnerischen Kundschafter, der da auch schon natürlich an meinen Siedlern rumchillt. Apropos, ich brauche noch die Erforschung für die Siedler-Lebenspunkte. So, schnelleren Herrenhäuser sind da. Und ich spam da so gut es geht. Okay, ich kann jetzt wieder einen Schuss rausbringen. Ja, ich auch. Wir müssen nur darauf achten, dass die sich den nicht... Also, ich könnte mir vorstellen, dass die da mit Siedlern in der Nähe stehen und uns da zugucken und nur darauf warten. Das glaube ich nicht. Also, die Schätze werden ja von den Gegnern häufig ignoriert. Übrigens fällt mir ein, es wäre fast sinnvoller, wenn du dir den Schatz holst. Ja, du wirst ja später auf Kavallerie umsatteln, ne? Eben drum. So, ich kann auch noch mal einen töten. Die Frage ist, sollten wir dann nicht versuchen, die restlichen bei... Ach, scheiße, Ups. Da steht tatsächlich ein Siedler. Ja, direkt daneben. Da sind Dorfbewohner. Das heißt, wir müssen warten, bis unsere Schüsse wieder voll sind und dann direkt rangehen. Also wirklich ganz nah ran an den Schatz. 2, 3, 4. Du könntest mir eigentlich auch schon mal den ersten Wall bauen. So, jetzt brauchen wir dann einmal 700 Gold, bitte. Danke. Ich glaube, ich verkaufe gerade mal ein bisschen. Da laufen die ersten Musketiere. Nicht weiter überraschend, klar. Aber, okay, mein Schuss ist jetzt fast wieder voll. Das heißt, deiner muss auch fast wieder voll sein. Zieh bitte mal deinen Typen da ganz nah ran, dass du den Schatz sofort heben kannst. Ja, ich stelle meinen Typen da direkt daneben. Oh, verdammt, ich habe da Einheiten hinten in meinen Siedlern drin. Wie sind die denn hier runtergekommen? Verdammt. Die sind einfach durch die Mitte geritten, fürchte ich. Okay, mein Typ steht dran. Let's go. Okay. Dann, warte, wo ist der letzte Tugi? Da ist der letzte Tugi und ist tot. Ja. Und jetzt einmal heben und marsch. Wir haben marsch da hinten zurück. Trotzdem noch Reiter. Die haben zwar meine Siedler größtenteils am Leben gelassen, aber... Ja, ja, das habe ich schon mitgekriegt. Also ich habe halt vorne bei meinen Siedlern habe ich bewachte, also ich habe in meiner Basis eigentlich kaum Siedler, muss ich sagen. Und mit denen bin ich durchaus mir der Gefahr bewusst. Ja. Gut. Ich möchte halt trotzdem wissen, wo die sind eigentlich. Ich habe den Wall in der Mitte. Die sind aus meiner Basis gerade wieder rausgeritten, also nach oben weg. Ja, doch, oben, so nach Norden.
Okay, mein Kundschafter wird da gerade erschossen. Da habe ich nicht drauf geachtet. Das ist schade. Ja, das ist nicht nur schade, das ist sogar ziemlich beschissen. Der Wald ist aber auch durch. Also die können jetzt eigentlich hier nur noch irgendwo rumstehen und können auf jeden Fall nicht mehr durch den Wall laufen. Ja, mein Wall ist noch nicht ganz dicht, aber ist in Arbeit auch. Okay, ich habe hier jetzt aber alle Tiere soweit weggesammelt. Okay, hier haben mich jetzt die ganzen Indianerkrieger. Da kommen sie jetzt gerade auf meine Leute zu. Die sind gerade durch die Mitte geritten alle. Es wäre nett, wenn du vielleicht auch ein paar Militäreinheiten dahin ziehen könntest, in die Mitte. Für den Fall, dass sie... Haben wir noch hinten in unseren Einheiten irgendwo? In unserem Wald? Nein, haben wir nicht. Nein, die sind gerade da in die Mitte durchgeritten, die Einheiten, die da hinten waren. Okay, der Wall bei dir ist zu. Da Nein. Da kann nichts durch. Der ist nicht zu, aber ist in Arbeit. Also er ist fast zu. Okay. Wobei, ist eine Lüge, also 20 Sekunden wird er mindestens noch offen bleiben. Ja, dann bitte versucht den möglichst schnell zuzumachen. Habe ich schon verstanden, klar. Punktetechnisch geht halt gerade der gegnerische Brite halt hart, nee, der Portugiese hart durch die Decke, aber das ist nicht weiter verwunderlich, finde ich jetzt, weil Portugiesen ja durchaus gut in der Lage sind, sowas durchzuziehen, so ein... Da unten sind Musketiere und Ambusschützen. Wo? Da sind, da vorne bei deinen... Scheiße, ja, die richten jetzt gerade da meinen Einsiedler hin, Rotze. Ich komme zu deinen Einheiten dazu. Ja, dann lass uns doch vielleicht da ist gucken. Kavallerie. Ja, ja. Aber ich habe da eine Kaserne stehen. Lass uns gucken, dass wir möglichst viele von den Reitern getötet kriegen, bevor die überhaupt weggeritten kommen. Das waren mindestens 5-6 Reiter, die da gestorben sind. Und jetzt würde ich gucken, dass wir den Briten da vielleicht gejagt kriegen. Den Portugiesen. Unter anderem haben wir da auch seinen Häuptling erwischt. Häuptling schwitzende Kuh oder so. Keine Ahnung, wie der heißt. Tötest du die Kuh, die da gerade rumstand? Kann ich machen. Du meinst einen Wasserbüffel? Also ich meine, wir haben zwar keinen Japaner, aber kann ich machen, klar. Da ist gerade eine Kuh rumgerannt. Das heißt, die haben da gerade eine Einheit stehen gehabt, definitiv. Weil, und da stehen vier Nahrungssammler von mir. Das wäre insofern auch gar nicht mal so cool, wenn die jetzt da durchbrechen. Wenn die den zum Opfer fühlen, ja, das kann ich verstehen, dass du das gar nicht so cool findest. Absolut sogar. Aber momentan, also ich meine, wir haben relativ viele Einheiten von dem Dingens jetzt für lau gekriegt, muss man sagen. Und du bist ja momentan punktetechnisch auch sehr gut am Abgehen, deutlich mehr als der Gegner, muss man sagen. Ich hoffe halt, dass ich das aufrecht erhalten kann, ne? Ja, du legst gerade einen Häuserboom par excellence hin, würde ich mal vermuten. Ja, meine Häuser sind schon alle up and running, also... Ja, das ist das, was ich meinte. Da ist nicht mehr viel mit zu boomen bei meinen Häusern. Also ich habe jetzt hier vorne 26 Musketiere und 8 Armbrustschützen stehen. Das heißt, ich werde jetzt als nächstes mal ins Dritte gehen und gucken, dass ich dann halt meinen Boom auch so langsam mal zurande kriege. Ja, ja, das habe ich mir nämlich fast gedacht, dass der nächste jetzt von denen leider auch im Festungszeitalter sein wird. Alter, jetzt schon? Der hat echt wenig Einheiten angebaut. Ja. Okay, mein drittes kommt jetzt aber auch. Ja, meins auch gleich. Ja, die sind beide am dritten. Ugh. Jo. Yikes. So, mein drittes kommt auch sofort. Und mein Kundschafter ist wieder fertig. Sehr schön. Das heißt, der kann da unten jetzt mal bauen. Das heißt, wir müssen uns jetzt aber mal kurz ein bisschen zurückhalten. Ja, natürlich müssen wir uns zurückhalten. Wenn wir jetzt beide ins Dritte gehen, dann sollten wir uns zurückhalten, klar. Das heißt, ich hole mir meine Einheiten hinter meine Kaserne da. Oder zumindest zu meiner Kaserne, aber ich habe keine Lust, dass wir da gleich völlig überrannt werden. Verstehe ich absolut. Sowohl dein Unwillen, überrannt zu werden, als auch dein Bedenken, dass selbiges passieren könnte. Ja, ne? Ich finde das auch nicht so unverständlich oder abwegig. Hat er die Verbesserung, dass der ins Vierte kommen will? Ja, hat er. Das heißt, er wird wahrscheinlich... Wobei, der hat keine Ressourcen im Vierten. Momentchen mal. Quatsch. Ja, die werden versuchen, wahrscheinlich ins Vierte zu kommen. Ich habe irgendwie bis gerade gedacht, wir würden gegen den Briten spielen, aber das ist natürlich vollkommener Bullshit. Das ist ein Portugiese. Ja. So. Ich baue gerade schon überall noch zusätzliche Möglichkeiten, um Siedler und so anzufordern. Mhm. Gut, gut. Ich
ich brauche halt jetzt als nächstes da eigentlich mal dringend erstmal die Landnahme. Ich bräuchte dringend ein bisschen mehr Holz, ehrlich gesagt. Kannst du den Schatz da gerade mal mit deinen Leuten heben? Da steht noch ein Löwe dran, aber den erschieße ich jetzt hier mit 10 Musketieren. Der ist ja tot, den kannst du dir mal eben einsammeln. Das sind zwar nur 30 Nahrung, aber die kriegst du halt für lau, insofern. So, Kühltechniken kommen. Kühltechniken? Ach, nicht Kühltechniken. Quatsch. Die Landnahme. Wobei, eigentlich glaube ich, brauche ich die gerade gar nicht so dringend. Ich glaube, ich werde mir lieber zwei Falconette schicken lassen. Also ich habe jetzt momentan, also wir könnten eigentlich mal in die Offensive gehen, ehrlich gesagt. Also ich habe sobald ich meine Musketiere aufgewertet habe, ne? Ja, so, das Musketiere werden aufgewertet. Das klingt nach einer guten Idee, mit den Musketiere aufwerten. Der ist im, achso, ich wollte gerade sagen, ich dachte, der wäre im Industriezeitalter, aber du bist einfach nur ins Festungszeitalter gekommen gerade. So, ich schwemm noch mehr Musketiere raus. Ansonsten hast du vollkommen recht, wir könnten wirklich überlegen, da mal nach vorne zu gehen. Also ich habe jetzt hier halt 50 Musketiere und nochmal 6 Plänkler und 8 Armbrustschützen da. Also es ist halt jetzt nicht krass viel, aber es ist schon eine Armee. Ich habe so ein paar Indianerkrieger gerade bekommen, dadurch, dass ich ins nächste gegangen bin. Die verteile ich mal so ein bisschen auf der Karte. Ja. So, Musketiere sind aufgewertet. Ich habe jetzt halt ordentliche Anzahl Musketiere. Und zwei Falconette habe ich auch, die ziehe ich in die Mitte. Ja, dann ran da mal. Also ich würde vorschlagen, dass wir dann da mal so ein bisschen Party machen gehen, solange wir eben hier noch den Vorteil haben. Ja, guck mal, was da kommt. Die nehmen uns gerade... Alter, was zum... Ja, ich und Kanonen hoch. Haben sie auch. Die haben zwei Orgelkanonen. Ja. Alter, du hast hier nicht deine ganzen Einheiten? Ah, fuck, das verlieren wir jetzt. Da verlieren wir jetzt leider alles, wenn du nicht deine ganzen Einheiten hier hast. Also die schießen mich hier halt jetzt gerade kommentarlos zusammen. Warum hattest du denn nicht deine ganzen Einheiten da stehen? Ja, weil ich ein paar davon runtergezogen hatte zu meinen Siedlern, um die mitzuschützen. Ja, gut, das haben wir damit ja wohl leider verloren hier. Ich ziehe meine Einheiten jetzt wieder zurück. Das ist, können wir hier nicht halten, unmöglich. Okay. Guck, dass du dich irgendwo bei deiner Kaserne vielleicht sammelst. Ich stelle da jetzt auch nochmal eine Kaserne hin hinten. Ich pumpe aus zwei Kasernen raus, meine Falconette sind gleich da. Ja, mit denen musst du hauptsächlich gucken, dass du die Dingens rausgesniped kriegst. Die, wie heißen sie? Die... Die Orgelkanonen meinst du? Ja, genau, die meine ich. Deine Falconette bauen sich nicht auf. Deine Falconette müssen sich aufbauen. Deine Falconette müssen sich aufbauen. Ja, aber wenn sie auf die Dingens schießen... Deine Falconette müssen sich aufbauen. Sofort. Es bringt nichts, wenn unsere Einheiten sterben, damit die auf die Orgelkanonen schießen können. Ja gut, unsere Einheiten sterben sowieso alle und damit auch die Falconette leider. Ja, das haben wir leider verloren. Da waren deine Einheiten nicht schnell genug bei mir. Ach, so eine Scheiße, das hätten wir tatsächlich gewinnen können. Ich meine, ich habe jetzt ressourcentechnisch hier die Möglichkeit, Einheiten rauszupumpen. Ja, die kriegen sie nicht mehr schnell genug raus, also sie werden uns jetzt einfach runterspielen, einheitentechnisch. Gut, der hat ja auch Casadores, die sind natürlich gegen unsere Musketierkombination extrem, extrem mächtig. Ja, und vor allem, also das Hauptproblem, was ich im Moment habe, ist, ich habe jetzt natürlich hier eine Kaserne völlig für lau hingestellt, die halt gleich fallen wird. Lass uns mal ein paar Einheiten hinterm Ball sammeln. Und meine ganzen Nahrungssammler müssen hier halt auch jetzt dringend runter. Dringend runter vom Wall müssen die. Und wir brauchen, kannst du eine Geschützgießerei bauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, kann ich. Mach ich. Ich baue auch eine. Ich meine, französische Kanonen sind ja eigentlich durchaus auch eine Spezialeinheit. Also insofern eigentlich auch maximal abwegig, dass ich die bisher nicht gebaut habe. Aber komm. Okay, jetzt brauchen wir hier aber noch mal ein paar mehr Nahrungssammler. Du kannst bitte auch noch mal Plänkler bauen. Und du baust Plänkler und du baust bitte auch Einheiten. Die reißen halt jetzt erstmal unsere Kanonen ein. Unsere Gebäude, wolltest du sagen, denke ich, oder? Ja, klar. So, willst du Kulverine bauen oder soll ich Kulverine bauen? Ich habe jetzt Falconette in Bau, du Kulverinen. Okay. Dann baue ich zwei Kulverinen auf jeden Fall. Bei mir sind zwei Falconette in Bau. Drei. Jetzt muss ich aber leider wieder zurück auf Musketiere gehen, weil sonst kann ich die Falconette definitiv nicht bauen, weil die zu teuer sind. Okay.
Okay, die kommen. Ja, warte, warte, warte. Nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Wir haben viel zu wenig Einheiten. Also ich meine, das wird jetzt halt arg knapp, aber meine Kanonen werden noch fertig, bevor die Welle durch sind auf jeden Fall. Bleib hier stehen, bitte, hinter den Wellen, weil sonst fallen meine Kanonen sofort. Ich habe meine... Okay, Kanonen sind da. So, ich habe drei Kanonen da. Sie bauen sich auf und freuen sofort. Okay. Wir müssen halt die Kavallerie rauskriegen, ne? Ja, ich bin dabei. Okay, ziehen sich gerade akut zurück. Ja, so, um die Orgelkanonen dran zu bringen. Eine Orgelkanone habe ich raussnipen können. Ja, gut. Zweite Orgelkanone ist raus. Okay. Momentan haben wir hier den Fernkampfvorteil mit den Kanonen. Wir sollten jetzt gucken, dass wir da vielleicht wieder ein bisschen Boden gut machen. Boah, Alter, ey. Das also wird ja so ein... Ja, ich glaube, das ist die beste Idee. Wir müssen zumindest wieder da zu dem Handelsposten vorrücken. Und genau das mache ich jetzt auch. Also ich meine, wir müssen halt auf die Kanonen aufpassen, wie sonst noch was. Das wird okay. Extrem. Da ist eine Siedlerin oder so, irgendwas. Da sind ja, die waren da gerade... Ah, ja, da ist die ganze Armee. Meine Kanonen kommen. Die Siedlerin habe ich weg. Bevor die Gießerei fertig geworden ist. Ja, leider. Ah, fuck, da kommen die ganzen Indianer. Jo, ich sehe es, ich gehe da voll dran. Ja, die Kanonen sind leider trotzdem gefallen. Ohne besonders viel zu töten, leider, aber das sind die Gewehrschütze. Ja, es war ein strategischer Fehler, da rauszugehen, glaube ich. Wir hatten zu wenig Einheiten dafür. Ich habe wieder drei Falkonette gleich da. Wir werden trotzdem, glaube ich, da wieder sterben. Vier Falkonette. Okay, gut, gut. Fuck it, Alter. Ich bin gerade hart überfordert mal wieder mit Einheiten bauen und so. Scheiße, die Hälfte meiner Armee kämpft nicht. Die denkt sich mal so, nö, keinen Bock. Aber die ganzen Indianerkrieger haben wir jetzt weg, wie es aussieht, ne? Ja. Die kämpfen aber dann zwei gegen einen. Och, Gott sei Dank, Alter. Die können wir jetzt echt hart gut gebrauchen. Wir müssen halt nur aufpassen, dass da nicht nochmal so mega viele Dingens rausschwimmen. Auf die Casadores drauf, bitte. Oh, sehr schön, Alter. Die Kanonen, die tun uns gerade echt einen großen Gefallen. Wir müssen halt echt aufpassen. Da sind die Eulkanonen. Auf die Eulkanonen, bitte Fokus. Die ziehen sich zurück. Ja, wir müssen hinter den Eulkanonen. Ja, möglichst viele von den Eulkanonen umbringen. Da kommt mehr Kavallerie. Ich schwemme da wieder Siedler raus, um da direkt eine... Dinge zu bauen. Sehr gute Idee, gut mitgedacht, ja. Eine neue Kaserne brauchen wir da auf jeden Fall auch. Ich habe auch unten noch eine Kaserne stehen, aus der pumpe ich jetzt auch wieder Einheiten raus. Hektik, Panik, alles was geht. Alter, aber sowas von. Was ist euer scheiß Problem? Boah, jetzt geht mir auch noch das Gold aus, ey. Ja klar, was auch sonst. Wenn, dann kommt's natürlich knüppeldick und alles auf einmal. Ich meine, punktetechnisch sieht's jetzt gerade relativ durchschnittlich aus, glaube ich. Ja, wir haben, also zumindest ich habe nichts verloren, insofern... Ich bin jetzt gerade auch am expandieren, du könntest mal gucken, die haben bei dir zwei Handelsposten, ob du da eventuell mit einzelnen Einheiten mal nach vorne gehen könntest. Genau das tue ich nämlich bei mir jetzt gerade auch. Ist eine Idee, ja. Was habt ihr gesammelt? Nahrung wahrscheinlich, wie es ausschaut. Fuck, ich hab da jetzt 32 Musketiere stehen. Und jetzt ist meine 32 Armee wieder weg. Super. 32 Musketiere hast du da stehen, ja. Ein bisschen weniger habe ich schon, aber das können wir ändern. Du kannst noch mal ein bisschen Holz hacken. Ja, ich schick mal 10 Musketiere da zu dem Punkt da, um den da einzunehmen. Du musst jetzt halt dringend ins vierte, weil der Dingens wird nicht schwächer. Ja, der Indianer aber dafür. Der Indianer, der wird schwächer, aber ich bin jetzt auch auf dem Weg ins vierte auf jeden Fall. Ja, ich gleich auch.
Boah, Alter, dass wir den Rush von dem Indianer mit dem Deck so lange abgewehrt kriegen, da bin ich schon echt stolz auf uns, muss ich sagen. Ja, ich auch. Völlig unabhängig davon, ob wir das jetzt bis zum Ende überlebt kriegen, aber allein schon, dass wir es bis hierhin geschafft haben, ey. So, ich habe den Handelsposten da unten eingerissen. Und bei mir kommt das vierte. Na komm. Ich habe halt so viel Gold in Kanonen gesteckt vorhin, deswegen hat das bei mir jetzt so lange gedauert, ins vierte zu kommen. Aber ich brauche das halt, damit ich gleich meine 40 Siedler schnell rauskriege. Ja, verstehe ich. Der so hat auch viel Angriffsstärke. Haben wir noch die Angriffsstärke für Handelsposten dabei. Interessant, dass hier mittlerweile so viele Leute spielen irgendwie. Haben wir noch Minen? Irgendwo? Nein. Also die nächste Mine, die wir noch haben, ist da noch. Und irgendwo da müsste wahrscheinlich auch noch eine sein, aber... Ja, ich gucke da jetzt mal mit Siedlern, weil ich... Oha! Da unten sind Reiter an meinen Siedlern. Naja, was anderes dürfte von dem Dingens auch nicht zu erwarten sein. Da sind noch Elefanten. Jaja, ich habe hier bei mir die ganzen Tiere noch am Leben gelassen. Aber ich ihr Gold. Könnt mal da Holz hacken. Ich kann keine Minen mehr, verdammt, ey. Warum produziert ihr keine Siedler? Gibt es dafür irgendeine Rechtfertigung, ihr faulen Nüsse? Die gehen da jetzt halt mit Elite-Gewehrreitern bei mir unten nach vorne. Alter, was geht denn gerade mit den Portugiesen punktetechnisch, ey? Ja, der ist halt im nächsten und haut jetzt halt aus vier Dorf. Der ist nicht im nächsten, der ist im dritten. Ja, okay, dann haut der jetzt so oder so. Dann haut er jetzt trotzdem aus Dorfzentrum raus, was geht. Würde ich unterschreiben, ja. Was ich jetzt auf jeden Fall brauche, ist ein Stall. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, so ein bisschen Kavallerie täte. Ja, ich auch. Der wird jetzt hier unten, der geht jetzt hier unten nach vorne mit seinen Einheiten. Deswegen, ich muss jetzt da unten Dragoner bauen, auch wenn es mir nicht gefällt. Ihr habt Holz gesammelt, glaube ich. Ne, ihr habt Nahrung gesammelt, glaube ich. Ja, ihr habt Nahrung gesammelt. Fuck it, Alter. Was ein Chaos. Ja, der geht jetzt hier nach vorne. Fucking hell, ey. Der ist jetzt hier mit seinen Elite-Gewehrreitern am Vorrücken. Und mir fehlt gerade das Gold. Du meinst da? Ja. Hm. Ich muss Nahrung verkaufen. Ach, verdammt. Da hätten noch mehr kommen müssen. Schild, okay, hier, Schild, ist ganze, hier ist die ganze Armee von dem Dingens. Die killen da jetzt die paar Einheiten, die da jetzt versucht haben, den letzten Handelsposten abzureißen, aber das ist okay, glaube ich. So. Ich versuche das da irgendwie zu halten. Ich kann jetzt auf jeden Fall meine letzte. Ja, du darfst aber nicht deine ganze Armee da. Nee, deine halbe Armee steht noch hier. Also, es kann unter Umständen sein, dass er gleich an meinen Wellen steht, wenn er da oben jetzt einfach straight weiter rennt, weil da habe ich eben seit seiner Armee. Ich habe meine Armee da unten nicht hoch runtergeholt. Ich baue da unten nur neue Einheiten, um die Kavallerie einzureißen. Okay. Aber der holt da so viele Kavallerie runter, ich muss da Einheiten runterholen, so leid mir das tut. Ich krieg das da unten nicht kompensiert. Okay. Also, ich meine, ich hab halt, ja, da ist der ganze Franzose, nämlich der ganze Portugiese gerade am Vorrücken. Willst du mal bitte alle Einheiten, die du hast, bitte zu dem Punkt da ziehen? Ja. Lauf mit meinen Kanonen mit, alles andere macht keinen Sinn. Ich hab nicht vor deinen Kanonen, Sammelpunkt lass mal da setzen etwa. Ich hole jetzt auch ein paar Kürassierer auf jeden Fall ran. Okay, meine zwei Fabriken kommen auch. Boah, ist das geil, wie schnell man jetzt Häuser bauen kann. Ja, absolut. Ich hoffe, dass ich es hier mit den Dragonern gerissen bekomme. Meine Fabriken sind auch im Bau. Okay, wir haben da jetzt mittlerweile auch die Eisenbahn. Okay, okay. Da kommen sie sogar uns entgegen. Ja, die ich sehe es. Da hinten sind, sind Dragoner. Ich renne auf die Orgelkanonen. Ich renne auf die Orgelkanonen. Die Orgelkanonen sind schon weg. Okay, sehr gut. Hat leider hauptsächlich Musketiere, da kann ich mit den Kürassieren nicht so wirklich viel machen gegen, aber die schießen wir jetzt trotzdem da hart zusammen. Der hat da arsch viele Verluste gleich.
Ja, glaube ich auch. So, da ist meine erste Fabrik. Die wird bitte schon mal aufgebaut. Warum baut ihr wieder keine Siedler? Gibt es dafür irgendeinen Grund? Achso, weil wir volles Siedler-Limit haben. Gut, das ist natürlich erfreulich. Ihr habt Holz gehackt, aber ihr werdet nicht alle weiter Holz hacken, sondern ein paar von euch werden hier nochmal eine Mühle bauen. Okay, der hat seine Kavallerie unten jetzt abgezogen. Das heißt, ich muss jetzt wieder Siedler hier runter auf die Insel schieben. Zack. Mach du mal. Aber wir haben es tatsächlich irgendwie ins Late Game rett. Lass uns mal den Punkt da wieder abreißen. Ich sehe nicht ein, dass der Portugiese den Punkt da kontrolliert. Ja, absolut richtig. Ne, warte, ihr wart Nahrungssammler, dann müsst ihr da auch weiter Nahrung sammeln. Okay, da sind aber nochmal, Alter, da sind ziemlich viele gegnerische Einheiten nochmal. Jo, ich sehe es. Auf die Kanonen gehe ich mit meinen Kürassieren drauf. Ich komme nur leider nicht wirklich durch meine anderen Einheiten durch. Das ist eine ziemliche Katastrophe gerade. Da blockiere ich mich selber. Ja, erstes Ding ist tot. Zweites Ribo ist auch tot. Sehr gut. Wo ist eigentlich meine Fabrik hingefahren? Fragen über Fragen. Absolut, ja. So, da kommt jetzt erstmal die Verbesserung für meine Kürassiere. Jetzt haben wir jetzt 30, 30. Wo zum Geier ist mein Fabrikwagen abgeblieben? Da. Nicht an die Front gefahren. Nein, Gott sei Dank nicht. Ja, gut. Okay, den Punkt kann ich dann auch gleich mal aufbauen hier. So, Waffe. Eigentlich könnten wir hier auf der oberen Front auch dann mal weiterlaufen. Ich wüsste jetzt auch akut nicht so recht, was dagegen spreche. Vielleicht, dass wir in der Mitte da unten ein Dorfzentrum und Gebäude haben und wir da in der Mitte Einheiten brauchen gleich. Ja, dann schicke ich einfach mal eine volle Bevölkerung Kürassüre in die Mitte. Wie klingt das? Ja, ich baue da unten 15 Musketiere auf jeden Fall. So, erste Fabrik steht, sehr schön. Meine Fabriken stehen auch schon, aber das freut mich, dass deine auch stehen. Ach, scheiße, jetzt habe ich hier oben gepennt und verliere hier meine Musketiere. Naja, gut, ist egal. Das waren sowieso nur Veteranen-Musketiere. Das ist ein bisschen Oha, da blöd. sind aber einige Musketiere. Das heißt, ich Ja, muss meine Kanonen die auf sind hier jeden Fall beide, mal aufbessern. interessanterweise. Die stehen hier beide. Du musst deine Kanonen da vor allem wegmachen, das sind Reiter. Schau, dass du mit deinen Kanonen Land gewinnst hinter irgendwelche Wälle. Bitte. Oh, da oben sind Siedler. Übrigens wäre hier noch eine Mine gewesen. Aha. Bitte schau, dass du mit deinen Kanonen Land gewinnst hinter irgendwelche Wälle. Du musst sie da Bin schon oben dabei. wegkriegen, sonst bist du gleich tot. Zieh meine Einheiten auch zurück hinter deine Welle. So, ich habe viel zu viele Holzsammler. Ich stelle jetzt nochmal eine volle Bevölkerung Kürassyrer aufs Feld. Eine ganz volle Bevölkerung kann ich mir leider nicht leisten, aber eine fast volle Bevölkerung Kürassyrer. So. Ich habe fast volle Siedler. Gut, gut. Wir haben da wieder Spaß von beiden oben. Ich habe in der Mitte hier interessanterweise auch noch 10 Kürassyrer stehen. Die habe ich die ganze Zeit vergessen. Geil, auch schön. Ja, da oben kommt jetzt echt einiges. Naja, ich habe eine wirklich volle Bevölkerung Kürassyrer stehen. Ich habe da 30, 40 Kürassyrer stehen. Ich brauche da von dir jetzt hauptsächlich Infanterie und Kanonen. Irgendwas Ja, baue halt. ich auch. Baue ich auch. Aber, also, das wären zumindest meine Favorites. Ich bin mir Wenn ich sehr mir was sicher, dass die wünschen gleich auch darf. versuchen, in der Mitte nach vorne zu gehen. Zumindest hat er da gerade noch mehr Kavallerie gebaut. Ja, und da sind jetzt auch Pferdegeschütze. Da kommen jetzt Pferdegeschütze auch. Immer noch nicht alle Mühlen hier voll besetzt. Das ist selten dämlich. Okay, ich bin auch auf voller Bevölkerung jetzt gerade. Ja, ich auch. Beziehungsweise stimmt nicht, ich bin bei 103.
Okay, da kommen sie jetzt, aber ran da, ran da, ran da, ran da. Ich brauche hier deine Hilfe. Also die Kanonen, die hole ich mir jetzt natürlich logischerweise als erstes. Ja, bitte die Kavallerie, ich habe nichts gegen Kavallerie dabei. Ja, die Kanonen. Und du hast da vorne noch mehr Dingens stehen, die nicht angreifen. Ja, ich sehe es gerade. Hundesoldaten. Was ein Hundeleben. Ja, absolut. Die sollen zwar gut gegen Kavallerie sein, aber nicht gut gegen Kürassüre. Ja, ich muss jetzt hier mal ein bisschen auf die Musketiere gehen. Ja, aber meine drei Falkonette, die ich noch habe, die machen da jetzt auch gut Schaden an den Musketieren. Da unten kommen Musketiere. Da muss ich jetzt erstmal drauf gehen. Nun laufen die im Nahkampf gegen meine Kanonen. Alles klar. Ich hole nochmal Kürassüre raus. Haben sie anscheinend auch schon vor, aber schaffen sie nicht. So, Dorfbewohner sammeln. Okay, da kommt nochmal jede Menge Infanteristen diesmal von dem Chinesen. Chinesen, was schwätze ich denn für ein Blech? Von dem Dingens, aber die werde ich jetzt mal jagen. Ja, da kommen jetzt jede Menge Bogenschützen, die werde ich mit meinen Kürassüren holen. Oh, das wird hoffentlich teuer für ihn. Du könntest den Handelsposten da oben bauen. Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich an seine Leute rankomme. Meinen Handelsposten kann ich nicht bauen, weil mein Typ da noch tot rumliegt, aber. Okay, ich gehe jetzt ins nächste. Die Ressourcen habe ich. Da oben ist ein Dorfbewohner. Ja, ich bin auch gerade auf dem Weg ins Fünfte, das ist eine gute Idee. Und ich greife hier vorne auch mal an bei dem. Ja, dann steht mein Typ auch mal wieder auf, das ist eine gute Idee. Also bei dem an der Basis hier. Mhm. Sehr gut. Der hat ja gerade nur Meistergewerbeter. Ja, die sollten eigentlich. Ich da Mörser. Du hast da die Welle um die Fabriken fertig, dann könntest du jetzt eigentlich nochmal anfangen, hier mehr Welle um die Basis zu zwiebeln. Als erstes machst du mal diesen Übergang hier dicht. Es ist da vorne viel zu teuer, gegen die Dingens anzurennen. Ich werde mich da doch mal zurückfallen lassen und Mörser bauen. Okay. Ich dachte schon, ich hätte bei dir alles verloren, aber habe ich nicht. Naja, hast du wirklich nicht. Du läufst mit deinen Dingens da gerade bewusst nach vorne, ne? Ja. Boah, was ein hartes Spiel, ey. Ja, auf jeden Fall. Aber es sieht so aus, als würden wir das jetzt letzten Endes doch noch irgendwie stabil kriegen. Nicht nur stabil kriegen, sondern sogar gewinnen. Wollen wir es hoffen, ja. Okay, das war hier der letzte Handelsposten von den Portugiesen. Der hat, glaube ich, zu wenig Ressourcen, ehrlich gesagt. Das ist zumindest meine Interpretation von dem, was ich hier sehe. Die haben ihre Einheiten beide hier. Der Portugiese, der ist jetzt halt auch im Fünften. Also punktetechnisch geht der schon ganz gut ab. Aber ich jetzt auch. So. Ich glaube vor allem, dass sein Indianer-Mate da irgendwie jetzt doch nicht stark genug gerade ist. Ja, da spekuliere ich gerade auch ein bisschen drauf, dass das der Fall ist. Okay, ich habe hier oben den äußeren Wall durch. Ja, ich habe hier oben halt leider jetzt gerade meine komplette Armee wieder verloren, weil die halt alle meine Kürassüre getötet haben in der Zeit, aber. Und ich könnte da oben eigentlich auch mal Anforderungsgebäude bauen, ne, wenn ich so drüber nachdenke. Hat was, ja. Ja, Gebäude sind im Bau. So, ist mein Kapitol schon fertig? Ja, sehr schön. Dann gibt es jetzt die Kapitolsverbesserung schon mal. Das sollte mich wirtschaftlich ein bisschen nach vorne pushen. Dann brauche ich jetzt nächstes die eine. Uah. Wow. Da sind halt schon extrem viele Einheiten da. Ich habe da auch noch mal ein paar imperiale Gendarme. So, zwei Mörser sind im Bau bei mir. Und hier unten mit den Einheiten gucke ich mal, ob ich über den Fluss rüberkomme, glaube ich. Kostet ja nichts, ich habe alle drei Handelsposten. Ja, also du musst dir jetzt überlegen, ob du da oben Volldruck machst oder hier, weil, also ich meine, ich kann das halt nicht gegen anderthalb halten. Ja klar, absolut. Also dafür sind die Dingens halt doch ein bisschen zu teuer. Ah,
Alter, ist da gerade viel Kohle draufgegangen, ey. Hey, der Witzker. Also eine volle Gendarmenbevölkerung zu unterhalten, ist halt auch nicht ganz kostengünstig. Nee, absolut nicht, das glaube ich sofort. Okay, also wenn die halt wieder kommen, dann werde ich sie halt gnadenlos zermatschen, aber. Also ich baue jetzt hier oben nochmal Anforderungsgebäude bei dir, sodass ich da mit spammen kann und ich habe jetzt Mörser im Bau. Ich habe halt ehrlich gesagt die Befürchtung, dass der mich ein bisschen kostengünstiger kontert. Ja. Also der Dingenskirchen, der Irokese, nee, Sioux ist er, aber du weißt, was ich meine. Klar. Oh, der will hier expandieren. Okay. Was ist mit euch los? Ihr habt hier fertig gesammelt? Ja, dann sammelt doch da oben weiter. Das ist doch kein Problem. Es ist genug für alle da. Kein Wunder, dass ich nicht an Holz komme. Okay, ich habe da oben eine Kaserne fertig. Und Musketiere im Bau. Ja, ich habe 40 Kürassiere wieder hier stehen. Imperiale Musketiere kommen jetzt auch. Gut, gut. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Und ich reiß hier oben gerade so ein bisschen die Gebäude von den Portugiesen ein. Weißt du was, ich komme jetzt auch mal in die Mitte mit meinen Imperial. Ja, der kommt nämlich auch gerade mit seinen allen Einheiten in die Mitte. Vorsicht. Ich komme da mal eben hochgeritten. Wow. Ich komme da mit allen Kürassieren hoch. Okay. Halte ich ein bisschen ruhig, dann bin ich gleich da. Ich denke mal, meine Mörser werden trotzdem sterben, aber wobei. Ich habe Nö. jetzt halt auch Ich imperiale würde halt ehrlich Musketiere. gesagt eher auf das Dorfzentrum als auf das Ding schießen. Naja, er hat aber auch imperiale Guerreros, also ist nicht, ne? So, ich brauche noch mal eine Nahrungsverbesserung. So, die sollten jetzt aber ziemlich knallhart geschlachtet werden, da die Guerreros. Also gegen Kavallerie können die halt doch leider zu wenig. Ja, das stimmt allerdings. Ja, ich habe nicht einen Gendarm verloren. Ja gut, ich habe da, die haben halt im Endeffekt auf meine Dingens drauf geschossen, ne? Ja, Ich ich reiß das weiß Tor so. da ein, das ist so gut wie weg. Tor ist Ja. weg. Dann Wir muss können ich da hier auch nicht durch. umständlich den Ball abreißen, dann kann ich da auch durchreiten eben. Also So. punktetechnisch sind die halt beide ziemlich am Absterben im Moment. Ja. Oh, ich habe da unten aber Spaß. Holy moly. Das ist jetzt nicht so nett. Okay, wir haben von hier unten wieder irgendwie ein paar Indianerkrieger. Bin ich mich aber gerade auch am Durchschneiden. Das waren ein paar zu wenige, um mir realistisch gesehen da Konkurrenz machen zu können. Ja, meine Mörser hauen da von hinten schön drauf. Ich habe jetzt auch gleich imperiale Mörser. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich das hier unten gegen die Kavallerie gehalten bekomme. Okay, da unten kommen wieder jede Menge Guerreros. Eine volle Armee. Und schwere Kanonen, interessanterweise. Also, er ist wirklich so verzweifelt, dass er mittlerweile. Habe ich immer noch nicht die Landnahme? Habe ich meine Dingens und alles von Tasche gebaut? Oh mein Gott, ich hatte die ganze Zeit die Landnahme nicht. Ja, du hast ja vorhin beschlossen, dass du sie nicht brauchst. Ja, und dabei ist es halt irgendwie geblieben, dämlicherweise. Ich könnte mal Das mit ist meinen natürlich Mörsern. schön. Also, ich habe hier gerade die ganzen Guerreros im Engpass jetzt gefangen. Dadurch kann ich natürlich also die Kraft meiner Kürassiere voll ausspielen. Er die seiner Infanterie halt aber null. Das ist, finde ich, ganz vorteilhaft gerade. Es läuft ja jetzt So. doch darauf hinaus, dass wir da jetzt wahrscheinlich den Clash haben werden. Das hier unten habe ich aber gehalten bekommen. Das heißt, da versuche ich jetzt wahrscheinlich dann auch gleich wieder nach vorne zu gehen. Ja, oder du baust hier in der Mitte noch ein paar Einheiten. Oder das, ja. Also, ich meine, ich kämpfe hier halt faktisch gerade 1 versus 2, von dir stehen da, glaube ich, nur noch 10 Musketiere oder so. Ja. Das ist mir momentan da ehrlich gesagt auch zu teuer. Also, ich meine, Gendarme kosten mir eigentlich zu viel, um die in der Art und Weise da zu verheizen. Ich baue Ich bei meine, dir ich in kann der das noch Mitte eine Weile. Einheiten. Sorry. Hast du da viel feindliche Kavallerie? Ja, ne? Ich baue mal ein Ja, paar Dragoner dazu. der baut nur Kavallerie. Ja, da freuen Ich kann sich ja auch nichts Dragoner. anderes bauen. Ja, ist richtig. So, ich stehe jetzt hier unten, aber bei dem glaube ich in der Basis, bei dem Gegner. Gut, gut. Werde ich mir jetzt ansehen hier, ob ich wirklich in der Basis stehe.
Also zumindest hat er keinen Wall gebaut. Ja, ich stehe hier unten in der Basis bei dem. Ich reiß hier unten die Stelle von dem ein. Ja, mach was draus. Also ich meine, der Sue hat jetzt halt keine Chance mehr, weil er halt es ins Late Game hat kommen lassen und halt die ganzen Late Game Verbesserungen, wenn es die denn überhaupt, der Portugiese hat auch schon aufgegeben. Ja, yep, dann ist es nur noch der Sioux hier unten. Sioux. Ja, der hat aber auch, der hat sich halt verkalkuliert, der hat seinen Rush zu schlecht gemacht und das hat dazu geführt, dass er halt im Endeffekt halt ins Late Game gekommen ist und das kann er halt mit seinen Sioux nicht halten, weil erstens sind die dafür generell zu schlecht und zweitens mal hatte er wahrscheinlich auch die ganzen Verbesserungen nicht dabei, weil er am Anfang seine ganzen scheiß Ressourcenkisten und Einheiten dabei hatte. Ja, so, da hat er auch aufgegeben. Oh Mann, er ist ein Spiel. Aber da sieht man mal den typischen Rusher, baut einen Wall der Portugiese hier und denkt sich, jo, wird schon halten. Ja, der Sioux da unten, der hat gar keinen Wall gebaut. Der kann aber auch keinen bauen. Stimmt, du hast recht, ja. Ja, ich hatte meine Wallverbesserung nicht raus, fällt mir gerade so auf, so, habe ich irgendwie total... Naja, heul doch rum, mein Gott, ihr habt am Anfang da ordentlich Druck gemacht, aber wir haben es im Endeffekt halt wirtschaftlich rausgerissen, der Sioux hat sich halt... More or less, Caps Lock. Der Sioux hat sich halt wirtschaftlich absolut nicht rentiert. Und am Ende habe ich sogar den Portugiesen überholt. Ich glaube, der hatte nicht volle Dorfbevölkerung. Nee. Wir haben den immer wieder Dorfbewohner getötet und der hat sie nicht nachgebaut. Man sieht hier, als sie ins Fünfte gekommen sind, sind immer wieder Dorfbewohner von ihm gestorben, beziehungsweise erschossen worden und er hat sie nicht nachgebaut. Und deswegen hat er ressourcentechnisch halt am Ende unterlegen. Ja. Ich meine, ressourcentechnisch sieht er halt wirklich hart, hat er hart abgelost. Also ich meine, der Portugiese hat sogar dich irgendwann halt verloren. Ja, aber also ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass er im Kapitol nicht alle Erforschungen gehabt haben muss oder ein Deck dabei gehabt haben muss. Ja, der hatte fast keine Wirtschaftsverbesserung im Deck. Also ich hatte, wobei, naja gut, die Textilmühle hatte ich auch noch. Ich hatte das schnellere Holzsammeln, das hatte er nicht. Gut, der Sioux, der hat halt null Wirtschaftsverbesserung, also wirklich null. Ja, das absolut. Erklärt, warum der hat halt so wenig. Nur Einheiten gehabt und Ressourcenkisten und irgendwann, gerade so im vierten, 21 Fußkrieger, ist ja schön und gut, aber... Die hat er sich aber auch definitiv schicken lassen, das waren die ich mit den Kürassieren überrannt hatte, aber die haben ihm halt nichts gebracht. Ja, also man sieht hier im Endeffekt, dass der halt wirtschaftlich einfach viel zu sehr nachgelassen hat. Der hatte volle Dorfbevölkerung, aber der musste ja am Feuer gehabt haben oder so. Ja, er hatte 25 Einheiten am Feuer. Das kannst du ja auch nicht durchziehen. Das kannst du natürlich konstant auch nicht durchziehen. Das funktioniert nicht, das ist wahr. 16 hatte er. 16 am Feuer. Zwischenzeitlich hatte er auch die 25, was ja auch irgendwo Sinn macht. Und am Ende dann 16, aber es ist halt im Endeffekt ein Achtel oder so, was ihm an Wirtschaftspower komplett fehlt. Ja, genau. Trotzdem sind die Sioux halt auch, also dadurch, dass er keine Verbesserung aus der Heimatstadt hatte, er ist nicht ins Fünfte gekommen, das heißt, er hat wirtschaftlich einfach komplett nachgelassen. Am Anfang haben die halt ganz gut Druck gemacht, so im zweiten, dritten. Teamstatistik anmachen, also da war das alles auf einer Linie und nach dem dritten und vor allem nach dem vierten ging es halt stark auseinander. Bis zum vierten war das alles relativ gemeinsam. Militärstatistik sieht man auch sehr deutlich, dass der feindliche Portugiese zwar massig Einheiten gebaut hat, vor allem Musketiere, damit aber unterlegen war. Ja gut, Kill Death Ratio, also ich meine, war gar nicht mal so gut, aber ich meine, hat gehalten, würde ich sagen. Ja, aber also... Interessanterweise hat der Sioux hat eine gute Kill-Death-Ratio, hat aber halt wenig Kavallerie. Einheiten gehabt, also trotzdem deutlich weniger getötet als wir, weil er einfach zu wenig Einheiten hatte. Ja. Ja, hat halt massig Einheiten sich schicken lassen, klar. Ich habe am meisten geschickte Rohstoffe, aber das lag auch an den Techs, ne, das waren dann halt nochmal 3000 Gold insgesamt. Und ungenutzte Rohstoffe. Kostenlose Einheiten der Sioux, oh mein Gott, Alter. Ey. Ja, 51 Einheiten. Auch der Portugiese mit 41 nicht schlecht. Also, dass wir das gehalten gekriegt haben, da bin ich wirklich stolz auf uns. Ja, das ist auf jeden Fall nicht einfach gewesen. Gut, der hat halt seine... Gut, der hat wahrscheinlich im dritten nochmal... Ich weiß gar nicht, was wir da kriegen. Einmal Orgelkanonen, zwei Orgelkanonen aus der Heimatstadt. Die 14 Infanterieeinheiten im zweiten. Die finnischen Hakapeliten habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo die waren. Ob er die hatte? Hast du die gesehen? Ja, die waren zwischendurch, also die waren bei unserer zweiten Offensive da oben mit beigemischt irgendwo. Ah, okay. Ja, aber im Endeffekt haben wir es halt abgehalten bekommen und wirtschaftlich rausgerissen. Es gab einige Probleme, unter anderem sehe ich gerade, dass wir nur einen Wall in der Mitte hatten. Aber das war ein echter Angriffspunkt. Also wenn die da reingeritten wären, dann wäre das aua. Aber wir haben halt auch in der Mitte relativ stark expandiert, ne? Muss man halt dazu sagen. Also ich hatte da halt überall Gebäude stehen und alles, die hätten also nicht einfach nach vorne laufen können.
Ja, ich hatte in der Mitte auch einen Stall stehen und du weißt ja, dass ich die Leute dann in unbegrenzter Geschwindigkeit dann notfalls rauswerfen kann. Das heißt, also, wenn er in der Mitte Stunk gemacht hätte, dann hätte ich das trotzdem abgewehrt Ja, bekommen. richtig, ganz genau. Du Irgendwie. hast sehr schöne Welle gebaut. Das gefällt mir sehr gut. Dankeschön. Ja, bitteschön. Ja, gut, dann wär's es aber mit der Runde Age of Empires 3. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschö, tschö.